Graz? Ja, ist nichts passiert eigentlich. Im Endeffekt ist es auch so, es ist eine neue Mannschaft, viele Spieler, neue Spieler. Viele Spieler waren einfach nicht in der richtigen Vorbereitung dabei. Und es ist ein bisschen Zeit, dauert, bis alle die richtigen Wege, die Laufwege alles einstudiert sind, was der Vogel eigentlich erwartet von den Spielern. Und ja, es ist ein bisschen jetzt eine negative Geschichte mit alles rundherum. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir das kommen und dann wieder gute Leistung bringen. Glauben Sie an das kleine Wunder von Larnaca? Immer. Also ich glaube sicher immer dran, weil ich einfach positiver Denker bin und man kann alles schaffen, wenn alle 100% geben, dann kann man das sicher schaffen, dass man da das 2-0 aufhält und vielleicht in der Verlängerung reinkommt und vielleicht da drüber kommen.